Oh, jo, 4 Stück. Moin. Das wird ein bisschen. Das wird ein bisschen schwieriger. Oh, die sind alle in einem Raum. Wirklich ein bisschen schwieriger. Wenn der sich umdreht, oh, nicht zu mir hin. Wir können eigentlich rein theoretisch, ohne die umzubringen, dahin, ne? Oh, ich hätte wohl Bock, die alle umzubringen. Hier durch. Gut. Gut, da haben wir schon mal zwei. Die Frage ist, kommen die hier rein oder nicht? Also er steht jetzt vor der Wand. Ich glaube, die kommen hier nicht rein. Was ist denn diese? Okay, das ist ein Raum, ganz großer. Alles klar. Tagebuch des Richters. 4. Februar 63. Alle Hexen wurden freigelassen und Gouverneur Philipp erlaubte keine weitere Verfolgung. Dennoch fürchtete ich das Mädchen am meisten. Ich drohte ihr mit Drucksteinen und voller Entzückung berichtete sie mir von der Folter ihres Vaters, der sie bis zum Ertrinken unter Wasser hielt, wenn sie nicht seine Feinde beschuldigte. Was? Ich bin also nicht der Erste, der diese Kreatur benutzt. Und sie fürchtet mich nicht. Jene, die die Geister und natürliche Welten sehen, scheinen ihr wie Zauberer und sie will sich nicht von ihrer Verfolgung abbringen lassen. Sie muss mit allen dem Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln vernichtet werden. Hä? Was war jetzt mit der? Das Mädel. Ich drohte ihr mit Druckstein und voller Entzückung richtete sie mir von der Folter ihres Vaters. Wenn sie dich die Feinde beschuldigte. Verstehe ich nicht. Was haben wir hier? Plakette der Kolonialstube. Die Stube des Hauses des Richters, wir würden es Wohnzimmer nennen, war einer der geräumigeren Innenbereiche für Gerichtsprozesse. Die Hexenprozesse wurden noch manchmal hier abgehalten und manchmal in anderen öffentlichen Gebäuden wie der Taverne. Oh, lecker. Eine Taverne würde ich auch hingehen, ne? So sah es also früher aus. Da waren hier die Angeklagten, oder? Der Moldchef, da vorne waren die Richter. Da waren hier die Geschworenen. Naja, und hier waren wahrscheinlich die. Hier waren die Geschworenen, ne? Ja, nicht schlecht.
gerade geredet? Das habe ich nie gehört. Was mit haben Sie mal? Oh Gott. Fuck. Er hatte mich. Der letzte. Oh, ich hatte kein Versteck. Boah, stimmt. Man hat ja echt gar keine Verstecke. Fällt mir jetzt erst gerade auf. Ja, wie asozial. Die ganze Scheiße noch in vorne. Da wieder hin und der rechte müsste mir gleich entgegenkommen. Scheiße. Ja, die hatten gerade ein anderes Timing, oder nicht? Vielleicht jetzt? Das sieht schon besser aus. Was mache ich denn jetzt? Verdrückt, ich hab ausgedrückt. Oh, ich krieg bei diesem Zeug immer so übelste Gänsehaut. Es kribbelt am ganzen Körper, diese Schreie. Auf ein neues. Erwischt werden von den Leuten. Ist doch scheiße. Ja, hab ich auch noch zwei Verstecke, aber das war's dann auch schon, ne? Das war wirklich jetzt scheiße. Jetzt müsste es klappen. Nee. Jetzt kommt er auf mich zu der Rechte.
Der linke geht jetzt nach rechts. Vielleicht jetzt, in diesem Turn. Er geht nach links und er kommt mir geradeaus. Sein Kumpel ist tot. Hä? Warum? Hey, lol, der war ja schnell weg. Lol. Jetzt guckt er zu mir hin. Ja. Oh, verfickte Scheiße, der Port hat nicht funktioniert. Ah, Leute, geht auch in den anderen Raum rein. Da geht jetzt eine andere Laufrichtung. Ja. Oh, Scheiße. Dass er wegen safe ist. Ist doch kacke. Ich war doch hinter ihm. Warum? Ja, konnte ich doch. Oh Gott. Ich kann ihn nicht killen mehr. Oh nein, warte mal. Ich gehe einfach auf die andere Seite, ich Idiot. Einfach von hier. So, jetzt kommt er hier wieder rein. Jetzt geht er noch. So. Die dümpeln hier nur in diesem Raum rum, ne?
Abwägen des Antrags. Was hat mich nur davon abgehalten, ja zu Ron zu sagen? Vielleicht die Ehe im Allgemeinen. Ich dachte immer, ich will in dieser Welt eine unabhängige Frau sein. Vielleicht habe ich diese Möglichkeit doch nicht verarbeitet, aber ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich kann nicht. Ja. Shit, wir müssen da rein. Okay, wir müssen da rein. Können diese Dinge ablenken? Oder die Krähe. Ich weiß jetzt nicht. Ich hab keinen Bock da reinzulaufen. Aber ich glaube, die denkt nicht ab, ne? Ne. Die kriegen jetzt den Rechten ab. So, mit den gekillt. Und jetzt Konzentration beim letzten, nicht schon wieder verkacken. Was macht der mit der Krähe? Wie gesagt, hat er mich durch die Wand gesehen? Oh. Hä? Das ist der letzte. Bin ich gerade angespannt. Jetzt kommt er auf mich zu. Alles ist gut. Alles ist gut, Vogel. Oh. Ja, die Musik kann jetzt auch aufhören. Ne? Danke. So. Hä? Ist hier noch irgendwas? Nee, waren wir schon. Oh, wir hätten auch einfach hier lang gehen können und tschüss. Aber ist ja nicht halb so spannend. Dann. Ich meine, es ist ja nicht unmöglich, die nicht zu killen, ne? Das macht ja ein bisschen Feeling aus. Also,